Und wie schmeckt's? Lecker! Lecker! Und ich weiß auch warum. So, wir befinden uns momentan in der Zerlegung. Hier werden täglich unsere Schweinehälften zerlegt, ca. 160 Hälften in der Woche. Dann zerlegen wir noch Rindfleisch, ca. 20 bis 22 Hälften und 6 Hälften Kalbfleisch in der Woche. Unser Fleisch kommt aus der Region, aus Ulm, von der Schwäbischen Alb und vom Hohenloischen, von regionalen Bauern. Bei uns in der Produktion arbeiten insgesamt 20 Personen, davon 3 Meister und 17 Fleischgesellen. Jede Wurstsorte bei uns hat eine spezielle, geheime Würzmischung. Die eine schmeckt mehr ein bisschen nach Pfeffer, die andere mehr nach Majoran, die andere, zum Beispiel Oberländer, ist auf Zitronen gewürzt. Und so bekommt jede Wurstsorte seinen speziellen, eigenen Geschmack. Also jetzt werden gerade Saitlinge gefüllt, genannt auch Wiener Würstchen, in Schafsdärme, beliebt bei Kindern und das verkaufen wir auch in größeren Mengen. Wir haben in Scheidehin gerade die Saitenwürstchen auf den Rauch stecken und jetzt kommen sie auf den Rauchwagen und anschließend in die Rauchkammer zum Räuchern und Trocknen kochen. Wurden jetzt in der Rauchkammer getrocknet, geraucht, nochmal getrocknet, nochmal geraucht und anschließend abgeduscht, damit sie nicht runzelig werden. Und jetzt machen wir den Knacktest. Also wir sind jetzt gerade in der Verpackung bei uns angelangt. Da werden sämtliche Wurst- und Fleischwaren verpackt, so wie dass sie länger frisch bleiben und natürlich auch beim Transport geschützt sind. Unsere Bestseller sind unser ofenfrischer Fleischkäse, ganz bekannt, den wir in vielen großen Mengen verkaufen. Danach kommt gleich Seidenwürstchen, das knackige, und noch Maultaschen, Oberländer werden auch in größeren Mengen von uns produziert. Der Esslinger Burgring ist eine Spezialität des Hauses. Er wird nur aus Schweinefleisch hergestellt, mit einer mediterranen Note am Geschmack und wird hier 2 bis 3 Wochen luftgetrocknet. Hier im Hause werden nicht nur Wurstspezialitäten produziert, sondern auch Teigspezialitäten, wie die schwäbische Maultasche. Der Maultaschenteig wird jetzt auf eine spezielle Rolle gewickelt, um danach die besondere Hausmacher-Maultaschenfüllung zu bekommen.